Eine Eminenz gab sich am 16. April im Gasthof Sonnekalb in Kleinheringen die Ehre. Aber nicht um dem Volk die Leviten zu lesen, sondern Jodeltöne beizubringen. Jodel kommt vom Gebirge. Es ist eine Naturform des Gesangs. Und die Gebirgsmenschen haben das schon immer als Jodeln betitelt. Es soll eine fröhliche Bezeichnung für diese Artikulation eines Naturgesanges sein. Es hängt mit mehr zusammen, also in erster Linie mal mit der Verständigung früher von den Leuten, die da oben gelebt haben und gearbeitet haben, zueinander von Almhütte zu Almhütte oder so ein Ruf dann auch des Jägers oder des Holzfällers dazu. Und dann auch, die Leute waren sehr einsam da oben, die haben dann mit sich selber gesprochen. Wenn sie so an eine Felswand hingejodelt haben, dann kamen einige Töne zurück und man hat seine eigene Stimme gehört. Und dann auch zur Arbeit, wie zum Beispiel beim Sensenmähen oder auch beim Baumumschneiden im Winter, ist das Jodeln verwendet worden. Inwieweit Jodeln im flacheren Land nutzbar ist, bleibt den Teilnehmern des Jodelseminars überlassen. Es schadet sicherlich nicht, seinen Horizont zu erweitern. Die kriegen einen Einblick in diese ganze Jodelgeschichte. Ich erkläre ihnen die einzelnen Jodler, die einzelnen Lieder, was sie für einen Sinn haben. Und sie lernen von der Pike auf das Singen. Das bedeutet, sie lernen die richtige Atemtechnik. Also weg von der Flachatmung, rein in die Zwerchfellatmung. Der Berufssänger weiß da sowieso Bescheid. Und das kriegen sie heute mit. Kann man natürlich jetzt nicht sagen, jetzt kann ich, sondern wie gesagt, ein Einblick, man muss da schon dran üben. Aus diesem Zwerchfell Atmungstechnik entsteht dann der kräftige Jodelton, der aus dem Hals kommt und wo dann später auch noch der Kehlkopfschlag, sprich das Bel Canto des Singens, gelehrt wird. Seit 18 Jahren mache ich das Jodeln und bringe mit dem Sinn, den Leuten das Stimmliche, das Singen nahe zu bringen und auch zu zeigen, dass man singen kann und besonders ihnen einen schönen Tag erleben zu lassen und praktisch diese Körperöffnung nahe zu bringen, die Atemtechnik nahe zu bringen und auch das Tänzerische, die rhythmischen Bewegungen. Und da haben die alle eine Freude dran und gehen beglückt wieder nach Hause.